Dafür werde ich nicht einmal bezahlt. Ja, ich auch nicht. Und trotzdem sind wir hier. Dass da so viele Bogenschützen jetzt sein müssen. Da, da, da. Da. Da komme ich nicht hin. Da könnte ich mich theoretisch jetzt mehr oder weniger schon hinstellen. Und hier kommt ja nichts zum Glück. Warum kommen die von da? What the fuck? Könnt da mal mich schon mal parken und vielleicht auch schon hier parken. Nur der hier wird Probleme machen. Hoffentlich nicht allzu große. Weil die kannst du bestimmt recht fix halt beseitigen, wenn am Anfang das noch recht ruhig ist, glaube ich, ne? Wenn da direkt schon eine Wand aus mutiertem Fleisch da dir entgegenkommt, ich glaube, da ist das dann schon so ein bisschen alles Mist. Da komme ich aber nicht hin. Da komme ich aber nicht so hin, da müsste ich raus. Nicht so schön. Das ist aber umso schöner gerade. Oh ja. Gift. Überall Gift. Oh. Kann ich auch genauso gut mit ihr eigentlich dahin. Und da wird ja, glaube ich, nichts kommen. Hoffentlich. Dass da jetzt auf einmal da eine Riesentruppe ankommt. War nicht hier unten auch einer? Ja, genau da. Super. Park mal schon mal. Das ist natürlich jetzt vorteilhaft, dass der so eine abartig hohe Reichweite hat. Eine Bombe. Fällt mir gerade ein. Wobei das eine Sache ist, die ich eigentlich auch schon länger sagen wollte, aber da fällt mir gerade ein.
in Meteor Maker, es ist irgendwie interessant zu sehen, wenn du da Leute hast, die halt auf Scheiße, die hat einen Aktionspunkt zu wenig. Oh, nee, ne? Das ist ja jetzt nicht so toll. Es ist irgendwie interessant zu sehen, wenn du da Leute hast, die halt Speedrun wollen. Und zwar gegebenenfalls auch so, dass sie quasi das auf Biegen und Brechen versuchen hinzukriegen. Und man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel so ein Spiel wie Meteor Maker, wo du Fallen hast, die verzögert angreifen, also sprich, sie aktivieren sich erst und dann wird auch irgendetwas geschossen, dass es dann von Nachteil sein kann, Koop zu spielen manchmal, weil wenn du da einen hast, der so ein bisschen Rambo-mäßig einfach rumrennt wie bekloppt, dann wird gegebenenfalls derjenige, der dann nachläuft, von den Fallen getroffen werden. Und ich hatte da gestern so einen Fall, wo da zwei Leute in einer Map von mir drin waren und die einer ist 29 Mal, der andere ist 28 Mal gestorben. Also insgesamt knapp 50 Mal. Und man hat gesehen, wie die Probleme hatten, vor allem besonders an einer Stelle, was scheinbar so ein bisschen wie so eine Art Albtraum für Speedrunner wohl war. Und wunderte mich halt, warum versuchen die nicht mal was anderes? Warum versuchen die nicht mal ein bisschen langsamer zu machen? Warum bereinigen die diesen einen Ort, wo jetzt da so ein Problem existiert, nicht von irgendwelchen Fallen, damit sie dann einfach weiter rennen könnten? Gut, ich meine, das ist dann nicht unbedingt der Sinn von einem Speedrun, ne? Aber au. Aber die sind so oft verreckt. Und teilweise sind sie verreckt, weil einer ist halt vorher da gewesen und die Falle ist aktiviert worden und der Nachzügler ist in die Falle reingerannt. Das ist ein Gang voller Flammen, weil ein Flammenwerfer an einer Wand ist. Und der Nachzügler rennt einfach in die Flamme rein. Ja, weiß ich nicht. Also klingt nicht unbedingt gerade gut für Speedrunner Koop zu spielen, oder? Ein bisschen wie, als müsste man auf Schmerzen stehen, um das dann zu mögen. Ich komme da noch an. Gut. Immerhin etwas. Leck mich doch. Sag mal, das ist das ganz. Oh, ich brauche Verstärkung. Wo kann ich abziehen? Kann ich überhaupt abziehen? Ich könnte hier vielleicht abziehen. Oder vielleicht hier. Warte mal. Vielleicht hier. Vielleicht hier. Oh, ich kann zweimal schießen. Ah, wird schon schief gehen. Mit schief gehen meine ich, es wird nicht treffen. Beziehungsweise es trifft, aber macht nicht das, was ich will. Ich müsste einen näher rankommen können. Ah, wobei, ich kann einen näher rankommen.
Gut, dann ist der schon mal weg. Oh ja. Gib mir den Tausender. Gut. Die Ecke ist schon mal ein bisschen sauberer. Gut, dass ich hier oben einen Druiden habe, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich wesentlich größere Probleme. Wer kommt denn so weit nach vorne? Sind das die Nachzügler oder wer da was? Ach, der da oben. Okay, ja, der ist nicht so wichtig. Sehr viele Lanzenträger. Ah ne, zwei. Und vielmehr sehr viele Typen mit Rüstung. Das ist schon irgendwie krass, das... Warte mal. Giftschaden 160. Sein Giftschaden? 145. Das bisschen macht schon so viel aus? What? Oder habe ich mit dem irgendetwas nicht, was sie hat? Oder... Nee, hä? Was hat sie, was der andere nicht hat? Ich kapiere es nicht. Ihr Gift scheint wesentlich potenter zu sein. What the? Ich brauche nicht wirklich irgendwie jetzt damit blitzen. Warte mal. Ah, vielleicht hier. Na toll. Geht natürlich dahin, wo ich jetzt nicht habe. Das war ja mal gar kein Damage. Kann Gift kritten? Nein, oder? Oder liegt's einfach am Stab? Nee, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Keine Ahnung, irgendwie ist das eigenartig, dass der, dass sie hier oben mehr Gift verursacht als er hier. Das war auch nicht so toll. Wobei doch, der Versuch... Irgendwie wirkt trotzdem was komisch. Sind das jetzt nur 1% mehr, die ich bekomme? Das ist ja gar nichts.
Oder vielleicht doch gleich auf und das kam mir einfach hier oben nur mehr vor. Wieso hat sie jetzt eigentlich einen Aktionspunkt? Ach so, wegen Nihilist. Ja, ich Idiot. Ganz vergessen. wegen diesem blöden Schwachsinn ist das ja weniger. Ach, nicht Sichtweite? Oh, na toll, dann muss ich das doch so machen. Ah, wird ja ein bisschen doch noch gekillt. Nebenbei. Gut, dass da oben in der Ecke nicht so viel kaputt gehen kann, außer vielleicht Wände. Und ich glaube, die hier haben nicht viel gemacht, wa? Die wirken gerade irgendwie ein bisschen... Achso, ja genau, die meisten sind ja gar nicht da. Aber der hier wirkt irgendwie ein bisschen gerade ratlos. Was mache ich hier eigentlich? So ein bisschen wie... Ah, war das Travolta? Dieses eine Meme, wo er quasi da rumsteht und so. So ungefähr kommt der Typ hier mir gerade vor, dieser Krieger. Was mache ich hier eigentlich hier? Hallo? Ist hier irgendjemand? Hallo? Warum bin ich hier? Warum kann ich den nicht treffen? Achso, nicht in Reichweite oder was? Na dann slow ich halt nochmal. Ah, schön slow. Oh. Ah, die kann ich aber wegmachen, oder? Geht doch. Ja.
mal eben einfach umgehustet. Nicht so, wie ich wollte. Dass der da noch lebt, gefällt mir nicht so richtig. Hätte ich vielleicht doch lieber vorher umkloppen sollen. Okay, die werden alle verrecken. Ich glaube, der Rest wird von der Balliste erledigt. Ich gehe gegebenenfalls noch ein bisschen weiter weg, falls da was mit dem... Ah, nee, das ist ja gar nicht. Ja gut, dann war das irrelevant. Dann war das ziemlich irrelevant. Wobei, ich könnte vielleicht mal, nach da unten hin. Ja, das da oben werden schon die ganzen Ballisten erledigen, von daher... Ach verdammt, ich komme da gar nicht hin. Der Rest sollte theoretisch gleich einfach umfallen. Ja, und der braucht eine Woche, bis er bei mir ankommt. Sag mal, kann das sein, dass der Krieger hier die ganze Zeit hier hoch am Latschen ist, weil er hier reinkommen will? Sucht er sich dann quasi den geringsten Widerstand, selbst wenn das bedeutet, dass er quasi einmal quer um die, über die Map laufen muss? Oder versucht er hier was... Nee. Oder der will halt unbedingt mich angreifen. Aber dann würde doch der dann da unten an... Hä? Versteht das mal einer. Versteht das mal einer, was hier genau abgeht. Ah, ich lasse die einfach erstmal in Ruhe. Ja, da ist gerade alles zerfallen. Sorry, ja.
Da ist gerade mal eben alles geplatzt. Oh ja, klar, die eine Wand willst kaputt machen mit deinem dämlichen Buttermesser. Besser als nix. Wenigstens sieht die Belohnung jetzt gerade auch besser. War ja natürlich klar, dass ich keine größeren Leichenhaufen habe. Kriegen wir vielleicht eine bessere Pose hin? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich besser war. Glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht. Ich fühle mich verändert. Oh, aber ich würde mich auch verändert fühlen, wenn ich in meiner eigenen Welt völlige Verwüstung ausgelöst hätte. Ich würde mich vielleicht ein bisschen schuldig fühlen. Aber ehrlich gesagt kann ich das nicht wirklich nachvollziehen. Aber ich kann so tun, als ob. Das ist nicht das, was ich meinte. Was für eine Erleichterung! Für einen Moment habe ich mir fast Sorgen gemacht, Vater. Sicherlich verändert dich die Freude über dein neu gefundenes Familienglück. Aha. Höhere Chance auf seltene Level-Up-Traits, wie auch immer. Irgendwas war da oben. Ein Speer. Ja, wow. Mehrfachschlag. Silbergewehr. Ja, endlich mal ein besseres Gewehr für den einen Kollegen da, wa? Endlich mal ein besseres Gewehr. Kriegen wir vielleicht ein besseres Buch? Pff, Hauptsache Druidenstäbe. Kein Buch, nur Druiden. Alle pflanzlich. Abbaubar. Will ich noch einen Druiden haben? Ich weiß ja nicht, du. Vielleicht? Gib her das Ding. Haben wir halt noch einen. Kann ja nicht schaden. Okay, was baue ich denn? Bauen wir was? Bauen wir was Tolles? Bauen wir nix? Ich habe keine Ahnung. So viel am Brennen hier wieder.
Vielleicht ein Plündererlager, oder? Plündererlager. Dann eventuell das hier upgraden? I don't know. Könnte auch mehr Arbeiter haben. Ja, machen wir Besseres. Wo kann ich noch einen Arbeiter reinsammeln? Genau, da. Von da unten wieder? Von hier? Oh, da oben kommen haufenweise. Und da nur von der Mitte. Okay, hier, das hier scheint nicht allzu wild zu sein. Das hier hingegen, ja, das ist, oh shit. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll, du. Ein Zauberstab. Ist der besser als der Zauberstab, den ich gegenwärtig verwende? Ja, schon. Schon, ja. Dann fix noch aufleveln. Mache ich jetzt noch die nächste Nacht oder... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mana brauche ich nicht unbedingt. Crit brauche ich gerade, glaube ich, nicht unbedingt. Gib mal Schaden her. Noch mehr Fähigkeiten, Reichweite. Vor allen Dingen, jetzt habe ich einige blaue gehabt. Ja gut, ich könnte jetzt Spezialist machen, ne? Dann verliere ich zwar 20% XP-Gewinn. Oh, 9 Mana. Aber dafür ist mein Schaden um 50% erhöht. Ja, warum nicht? Dann kommt da wenigstens ordentlich Wumms rüber. Bewegungspunkte. Schaden. Schaden? Ja gut, opportunistisch kannst du ja scheinbar verwenden mit deinem Einzelangriff. Von daher... Oh ja, anstecken, das sollte ich mitnehmen. Das sollte ich mitnehmen. Sollte ich das theoretisch mitnehmen, Tyrann? Wenn ich das richtig kapiere, müsste es dann doch so sein. Müsste es dann doch, glaube ich, so sein, mein Crit-Schaden ist zwar niedriger, aber dafür meine kritische Trefferwertung ist höher, richtig?
einfach mit jedem, ja, mit jeder negativen Veränderung hat sie also quasi zig Debuffs, sagen wir mal drei Debuffs, dann müsste es heißen, dass ich gerade 75% mehr Crit habe, dafür allerdings leider 45% weniger kritische Stärke. Richtig? Das kann gut sein, um dann ordentlich Crits zu machen, aber gleichzeitig, wenn du keine kritische Stärke großartig hast, dann, ja, was bringen dir Crits, wenn deine Crits gar keinen großartigen Damage mehr machen, oder? Aber mal gucken, eventuell könnte es nicht verkehrt sein, vielleicht aber erst mit dem nächsten Level, oder, nehmen wir jetzt. Mal gucken. Nehmen wir was Besseres. Oh ja! Oh ja, hey! Oh. Du hast ja mal sowas von überhaupt gar keinen Crit. Ja. Du bist die Bogenschützin, okay. Kriegen wir was Besseres? Warum frage ich eigentlich? Ja gut, Fernkampfschaden erhöhen. Ja, warum nicht? Ich könnte jetzt auch Spezialist hier machen. Menschliche Balliste? Ja. Ich frage mich, ob Schuss aus der Nähe von menschlicher Balliste profitiert. Falls ja, wäre das eigentlich ziemlich nice. Ja, die hat momentan eh keine zweite Waffe, also ja, was soll's. Kriegt sie auch Spezialist. Habe ich dich nicht gerade aufgelevelt? Ich glaube, du könntest einen Bewegungspunkt vertragen. Kannst vielleicht Bewegungspunkt vertragen. Giftschaden, ja, her damit. Jetzt hast du 175. Und bist effektiver als der andere Typ. Oh, und du hast Blutmagie und Vampirismus. Aber Vampirismus funktioniert nicht mit Magie, richtig? Das ist ja nur physischer Schaden oder Hinrichten. Also kann ich das irgendwie knicken. Funktioniert vielleicht zwar so ganz gut, aber ja, ich glaube nicht mit Magie. Das ist nette Idee gewesen, aber das war es eigentlich auch schon. Kritische Stärke hast du 150. Geben wir dir Bewegungspunkte. Besser ist es. Habe ich alle fast schon als Marathonläufer. Dann noch fix eine halbwegs brauchbare Verteidigung aufbauen und
Dann keine Ahnung. Oder mache ich die Runde noch? Ach komm, ich mache die Runde noch. Kann ich dich da unten alleine lassen? Ich bin mir nicht sicher. Zur Not kann ich ja... Eventuell kann ich halt ja einfach so machen, dass ich quasi sie zum Beispiel auch hier wieder hier oben habe. Hast du die erhöhte Reichweite? 3? 0. Okay. Soll ich sie da reinsemmeln eventuell? Ich weiß nicht so genau, ob das so eine tolle Idee ist. Ich kann leider nicht gucken. Ah doch, ich kann so gucken, okay. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Die da oben zu haben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall will ich einen der Druiden am besten. Oder vielleicht sogar beide. Da und... Nee, das... Wen habe ich denn da hinten? Ach so, mein... ja, es stimmt ja. Ich habe ja 3 Druiden. Aber ja, aber... Ich hab 3 Druiden. Huh. Das so gut ist, I don't fucking know. Das fühlt sich nicht so richtig an. Vielleicht ist so das ein klein wenig besser. Na gut, dann, was? Oh, was habe ich denn jetzt wieder für ein Gebäude? Habe ich hier wieder so einen Schrein? Nee, habe ich nicht. Was denn dann? Was soll ich denn dann für ein Gebäude haben? Eine freie Fähigkeit übrig. Was für eine freie Fähigkeit? Das Ding hat nichts. Das Ding hat auch nichts. Was habe ich denn gebaut, dass es jetzt eine freie Fähigkeit hat? Und ich mich vor allen Dingen überhaupt nicht daran erinnere. Oder willst du mir gerade sagen, das ist eine freie Fähigkeit? Willst du mir gerade sagen, das ist eine freie Fähigkeit? Das ist doch keine freie Fähigkeit. Was für eine... Hä? Was für ein Gebäude? Ach, ich kann doch eine Leiche plündern, wenn ich will. Mal ebenso frei Haus. Okay, ja, toll. Cool. Das ist freie Fähigkeit von einem Gebäude. Gar kein Gebäude, sondern ein Arbeiter, der wegen dem, wegen dem Omen, was ich habe. Wo ich quasi einen so einen Leichenhaufen mit einem Arbeiter weniger
plündern kann. Wenn also jetzt da einer so ein Leichenhaufen nur eins kostet, dann ist der kostenlos. Dann war aber laut.